Oder der Wasseratmung. Nee. Ach, da. Verdammt nochmal. Wo ist diese scheiß Karte? Da ist sowas. Nicht booten. Zerstörte alte Bücher. Pergament, Pergament. Pergament. Einmal kurz alle Pergament. Verdammt noch mal. Nee. 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 Verdammt. Sekunden. Hier habe ich schon alles durchsucht. Hier habe ich auch schon alles durchsucht. Wo ist die verdammte Karte? Ach nee. Okay. Noch einmal Karte suchen. Hier wären wir. Willst du uns jetzt deinen Plan verraten, Messer Dalvarek? Erstmal brauchen wir diese Karte. Naja, dann setzen wir uns in diese Kugel und lassen uns fallen. Lassen uns fallen? Kurmai hat mir davon erzählt. Er hatte auf dem Luftschiff ähnliche. Sie federn den Sturz angeblich ab. Da hast du eine bessere Idee. Nein. Gut, dann los. Finden wir diese verdammte Karte. Ha! Da habe ich sie doch. Wow, jetzt muss ich nur noch irgendwie entkommen. Erstmal. Speichern. So, ich hab die verdammte Karte. Jetzt lass uns. Hier wegkommen. Nur wie? 150 Sekunden verbleiben. Au. Was hab ich denn? Ich hab die Karte des alten Volkes doch.
Nein, nicht das Ding, das. Pyreische Weltkarte finden. Ich hab sie doch. Ist das nicht die Pyreische Weltkarte? Nee. Ich hab hier doch alles abgesucht. Ich hab doch die verdammte Karte. Ja. Alte Karte. Nehmen. Ja, das ist sie. Und jetzt schnell in die Kapseln. Los. Wow. Ja. Sitzen. Ja. Autsch. Das tat ein bisschen weh. Naja, jetzt müssten wir irgendwo sein. Mal kurz gucken, was mit dir los ist. Oh, Kirasch, da bist du ja. Das war eine Landung. Kannst du laufen? Wir sollten den Söldner, Jesper, suchen. Ich habe seine Kapsel hier ganz in der Nähe einschlagen sehen. Gut, gut. Ja, ganz in der Nähe. Sozusagen. Na, Jesper? Da vorne. Oh nein. Puh, er lebt noch. Sieht für mich nach einer Platzwunde und ein paar Brüchen aus. Er muss gegen den Stein geschmettert worden sein. Trotzdem müssen wir ihn zu einem Apothekarius bringen. Hast du die Karte? Hier unten sollte die Teleportmagie wieder funktionieren. Ja, habe ich. Gut, dann war es wenigstens nicht umsonst. Komm, gehen wir. Ja, wunderschön. Karte habe ich, jetzt müssen wir noch in die Stadt der Pyrrhea latschen, da eine Seele fangen, die in das Leuchtfeuer setzen und dann müsste das Spiel zu Ende sein. Glaube ich zumindest. Die Hohen verschlingen also unser Bewusstsein. Na, das nenne ich doch mal zynisch. Auf eine gewisse Art und Weise betrachtet werden Koarek und seine freien Völker also doch Teil der höheren Wesen, die sie so vergöttern. Wir sollten ihnen davon erzählen. Vielleicht ziehen sie dann vor lauter Freude sogar von unseren Toren ab. Spart euch die Witze. Erzmagister Merajil, wie lange braucht ihr, um die Karte zu entziffern? Erzmagister? Ich weiß nicht. Ein paar Tage, mindestens. Am besten fange ich gleich an, entschuldigt mich. Was ist mit ihm? Jaela war früher seine Mentorin. Aber er wird darüber hinwegkommen. Er muss es. Ihr habt gute Arbeit geleistet, Prophetin. Die Mission war ein Erfolg. Ein Erfolg? Was zum Henker ist nur mit dir passiert? Nichts. Und jetzt ist nicht der Zeitpunkt für Streitereien. Jaela ist tot, Thealor. Genau wie Jorek. Jorek, verdammt nochmal. Das alles wäre nicht geschehen, wenn wir Koarek diese idiotische Maschine gegeben hätten. Bitte, Thealor. Wenn dir irgendetwas an meiner Meinung liegt, dann lass endlich ab von diesem Wahnsinn. Deine Meinung interessiert mich nicht.
Jorek war ein Verräter und Jaela starb für eine gute Sache, aber vor allem Letzteres ist wohl etwas, das du nicht nachvollziehen kannst. Und jetzt schweig. Ich habe genug von deinen ewigen Sabotageversuchen. Zurück zum Wesentlichen. Charim, für wie realistisch haltet ihr Jaelas Vorschlag, durch das Wort der Toten in den Geist eines Hohen zu gelangen? Ich dachte, das Wort der Toten ermöglicht nur das Durchleben der letzten Erinnerung. Naja, die Hohen sind anders als normale Lebewesen. Sie bestehen ja nur aus Gedanken und Gefühlen, zumindest wenn die Theorie der Magistra stimmt. Es ist keine Theorie. Die Zeichnungen in der Sternenstadt waren eindeutig. Ein Hoher entsteht aus dem kollektiven Bewusstsein einer Menschheit. Aus der Läuterung. Ja, eben deswegen könnte es funktionieren. Der Geist eines Hohen wäre eine einzige Erinnerung. Und so können wir ihn vielleicht mit dem Wort der Toten betreten. Wir werden es darauf ankommen lassen. Noch halten die Mauern, aber wir müssen uns beeilen. Sobald die Arkanisten herausgefunden haben, wo die Stadt der tausend Fluten ist, werden wir hinabsteigen und versuchen, Jaelas Plan in die Tat umzusetzen. Erholt euch bis dahin. Die Lichtmagier sagten, dass der Söldner überleben wird. Und falls ihr noch irgendetwas dort draußen zu erledigen habt, solltet ihr es jetzt tun. In den nächsten Tagen wird sich vieles entscheiden. Wenn nicht alles. Gut, gut. Mana. Das höre gut. Das soll auch meiner verstehen. Gut, gut. Warte, Sternungskarte entschlüsselt ist. Okay. Dann würde ich hier aber sagen, speichern wir nochmal und ich sage, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Das Wunderkind. Ihr habt euch dem Elementarismus verschrieben, nicht wahr? Wir müssen uns bei Zeiten mal austauschen. Irgendwann vielleicht näher. Prophetin. Schreitet wohl, hallo. Grüße. Roter Wahnsinn. Der Feind vor den Toren. Wie kann der Orden nur von uns verlangen, weiterzuführen? Weiß ich nicht. Aber irgendwie.
Na, das ist doch mal eine Überraschung. Was gibt's? Die tut, was Verletzungen so tun. Schmerzen. Aber es geht schon wieder, danke. Am meisten macht mir das Rumliegen und Nichtstun zu schaffen. Scheiße. Weil das ist... Kommt jetzt hier an. Naja. Ich spreche noch mit dem und rede dann, guck dann nach. Los ist. Oh weh, dieser dramatische Tonfall. Ich glaube, dass wir uns wiedersehen. Diese Stadt hält noch einiges aus. Und ich werde bald wieder auf den Beinen sein und meinen Teil dazu beitragen. Gib einfach Acht auf dich, wo auch immer diese Stadt sein mag, in Ordnung? Ach. Und finde diesen Numinos. Fertig. Speichern.